Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube, dass du in meinem Herzen Wohnung genommen hast, dass du in mir bist und die Regungen meines Herzens kennst. Ich glaube, dass du hörst, was ich dir jetzt sage und dass du mir etwas mitteilen möchtest. Ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an, denn du bist Gott und ich bin dein Geschöpf. Ich bin dir oft viel zu wenig dankbar. Das tut mir leid. Ich vergesse deine Gegenwart immer wieder und lasse mich von vergänglichen, allzu irdischen Dingen zu sehr in Anspruch nehmen. Verzeih, Herr. Jetzt möchte ich diese 10 Minuten wirklich mit dir verbringen. Ich möchte auf dich hören und mir von dir sagen lassen, was du heute von mir erwartest. Heilige Maria, meine Mutter, heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich darum und helft mir dabei. Amen. Jesus, wir haben Ostern gefeiert und die Osterzeit dauert an. Wir feiern 50 Tage bis zum Pfingstfest und damit länger als die Fastenzeit. Wir haben noch mehr Grund zum Feiern als zum Fasten. Das gefällt mir. Aber der Umschwung und damit der wahre Grund der Freude, der kam und der kommt nicht einfach so, nicht automatisch, wenn auf dem Kalender steht Ostern. Dieser Umschwung, diese Wende von der Trauer zur Freude, von der Angst zum Jubel, vom Tod zum Leben, das war damals so radikal, dass die Jünger sich damit zunächst ganz schön schwer taten. Und auch heute tun viele Menschen sich schwer, an deine Auferstehung, an dich zu glauben. Der Glaube ist in vielen Herzen eher ein glimmender Docht als eine strahlende Fackel. Im heutigen Evangelium machst du deutlich, wie wichtig der Glaube ist. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, ja, sogar Gottes Zorn bleibt auf ihm. Jesus, als deine Jünger dich am Abend des Gründonnerstags im Garten Gethsemane alleine ließen, als sie sich von dir trennten, weil sie Angst hatten vor den Dienern des Hohen Rates, die dich gefangen nahmen, da folgten sie scheinbar ihrem gesunden Menschenverstand. Sie hatten keine Chance gegen die, die mit Schwertern und Knüppeln gekommen waren. Die Aktion des Petrus mit seinem Schwert traf den Malchus am Ohr, aber menschlich hatten die 11 keine Chance. Und der gesunde Menschenverstand kam in deinen Worten zur Geltung. Wer das Schwert zieht, kommt durch das Schwert um. Ja, du sprachst von mehr als 12 Legionen Engeln, die dein Vater dir senden könnte. Das wiederum klang damals und klingt heute in den Ohren vieler nicht mehr irdisch vernünftig, sondern abgehoben. Ja, von oben, wie du im Evangelium sagst. Das glaubte dir damals im Garten Gethsemane kaum jemand. Erst recht nicht, als du dann mehr und mehr gedemütigt wurdest und ohnmächtig erschienst in deinem Leiden und am Kreuz. Petrus hat dich im Hof des Hohenpriesters gesehen und sein Herz war voller Angst. Eine einfache Magd genügte, um den Felsenmann zum Hasenfuß werden zu lassen. Er fühlte sich in die Ecke gedrängt und versuchte sich sogar, bei Gott zu schwören, dich nicht zu kennen. In dieser Stunde hatte der nicht mehr vertraut, nicht an dich geglaubt und hatte seine innere Freiheit eingebüßt. Wer sich von dir trennt, Herr, wer dich aufgibt, der gewinnt keine Freiheit, sondern der gleitet mehr und mehr in die Unfreiheit. Das zeigt Petrus und nicht weniger Judas Iskariot. Sein Weg des Zweifels führte nicht zu größerer Freiheit, sondern in die Verzweiflung. Einer deiner Freunde, Johannes, war zunächst auch geflohen, aber dann hielt er inne. Warum? Wir finden ihn unter deinem Kreuz, aber nicht allein, sondern mit deiner Mutter. War sie es, zu der er nach deiner Gefangennahme gelaufen war und die ihm half, zur Besinnung zu kommen? Jedenfalls hört er dein letztes Vermächtnis am Kreuz, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie dieser Jünger zu sich, er nahm sie auf in sein Leben. Er sucht ihre Nähe in all dem Dunkel, in all dem Schmerz. Und an ihrer Seite blieb er auch dir nahe. In der dunkelsten Stunde der Geschichte, äußerlich unterstrichen durch das Verdunkeln der Sonne und das Erdbeben, als alle rein menschliche Hoffnung für dich und auf dich erloschen war,
Da brannte das Licht des Glaubens im Herzen deiner Mutter. Dieses Licht war verborgen, aber du sahst den Glauben. Du sahst die Treue und das Vertrauen deiner Mutter in dich. Sie litt mit dir und du mit ihr, aber sie verzweifelte nicht, sondern sie glaubte. In ihrem Herzen überlebte die Flamme des Glaubens. In vielen weiteren Herzen hattest du diese Flamme zuvor auch entzündet, in den Herzen der Apostel, der Jünger, der Geheilten und von unreinen Geistern Befreiten. Die Menge hatte dich am Palmsonntag als Sohn Davids gefeiert. Petrus schien im Glauben zu glühen, als er dich als Messias, als den Sohn des lebendigen Gottes bekannt hatte. Und noch wenige Stunden vorher erklärte er dir, er sei bereit, für dich in den Tod zu gehen. Jetzt war sein Herz aber dunkel und bitter. Es tat ihm leid, bitter leid, dass er dich verleugnet hatte. Dunkel war es im Herzen der anderen Apostel auch und in dem der anderen Frauen. Maria Magdalena hatte dich sterben sehen und suchte am Ostermorgen deinen Leichnam. Sie suchte dich nicht als den lebendigen Herrn. Anders war es im Herzen deiner Mutter. Sie brach unter dem Kreuz nicht zusammen, obwohl sie selig furchtbar litt und zutiefst Anteil nahm an deinem Leiden. Sie stimmte dem Willen des himmlischen Vaters zu und war keineswegs nur eine passive Zuschauerin. Ihre Seele war zart und mitfühlend wie die keines anderen Menschen außer der deinen. Und zugleich ist ihre Seele stark. Maria stand unter dem Kreuz und sie glaubte stellvertretend für ganz Israel und für die ganze Menschheit. Und es ist kein Zufall, dass am Ostermorgen diejenigen, die deiner Mutter am nächsten waren, in ihren Herzen als Erste bereit waren, dieses Licht des Glaubens wieder zu erhalten. Maria von Magdala kommt früh morgens als Erste ans Grab. Die Liebe drängt sie, für dich wenigstens das zu tun, was menschlich noch möglich ist, deinen Leichnam, der am Karfreitagnachmittag nur hastig hatte beigesetzt werden können, noch zu ehren mit den Salbölen, die nach jüdischer Sitte dem Leichnam eines ehrbaren Menschen gebührten. Maria von Magdala war wie Johannes an der Seite deiner Mutter unter dem Kreuz. Und mit großer Wahrscheinlichkeit waren sie auch anschließend beisammen geblieben. Am Ostermorgen ist es Magdalena, die den Aposteln die Botschaft vom leeren Grab bringt. Petrus und Johannes laufen dorthin. Der Jüngere ist fitter und kommt als Erstes an. Er lässt dem Simon, den du, Herr, zum ersten der Apostel gemacht hattest, den Vortritt. Petrus und dann auch Johannes sehen das leere Grab. Sie sehen die Leinenbinden darin liegen und separat davon das Schweißtuch, ordentlich zusammengebunden, an einer besonderen Stelle. Von Petrus wird nicht gesagt, dass er glaubte, wohl aber von Johannes. Er sah und glaubte. Johannes ist der erste der Apostel, der glaubte, noch bevor er dem Auferstandenen persönlich begegnete. Sein Glaubenslicht ist das erste, das wieder entzündet wurde, weil er dem lebendigen Licht im Herzen deiner Mutter so nahe war. Maria war schon in Nazareth die große Glaubende, und sie ist zu Recht von Elisabeth selig gepriesen worden dafür, dass sie geglaubt hatte, was ihr durch den Erzengel von Gott verkündet worden war, durch die Kraft des Heiligen Geistes Mutter des Gottessohnes zu werden. Und selig bist du, Maria, auch, weil du wohl als Einzige den Glauben an die Göttlichkeit und damit an die Unbesiegbarkeit deines Sohnes auch am Karfreitag und auch am Karsamstag bis zum Ostermorgen durchgetragen hast. An deinem Glauben konnte sich der Glaube des Johannes und der Glaube Maria von Magdalas leichter entzünden. Du kannst auch mir, du kannst auch uns heute wirksam helfen, das Licht des Glaubens nicht zu verlieren, sondern wieder zu gewinnen und seine Strahlkraft zu vergrößern. Maria, ich bitte dich, das Feuer des Glaubens, so wie es im Herzen des Johannes brannte, wer sich an dich hält, den führst du zu deinem Sohn. Er ist es, der echte Freiheit und tiefe Freude schenkt. Johannes und die anderen Apostel fanden durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dir, Jesus, die Freiheit und den Mut,
diese umwerfende, grandiose Botschaft zu verkünden. Sie wurden von ihrer lähmenden Angst befreit und die Osterfreude und der Osterfriede erfüllte ihre Herzen, als du ihnen dann am Ostertag persönlich begegnet bist. Das erste Wort war Shalom, Friede. Und du hast ihnen am Ostertag das Geschenk des Friedens anvertraut, dem ihr die Sünden vergebt im Namen Gottes, dem sind sie vergeben. Danke, Herr, für dieses österliche Geschenk. Danke, dass du bereit bist, auch meinen glimmenden Docht im Herzen neu zu entzünden. Maria, Mutter Jesu und meine Mutter, hilf mir dabei und gib mir von deinem Glaubensfeuer, das damals in deinem Herzen so lebendig brannte. Amen.